Teamgeist und Teamfähigkeit ist ja wichtig bei der neuen Mittelschule, ist ein zentraler Punkt. Was bewirken gute und funktionierende Teams in der Schule? Zum einen auf Seiten der Schüler werden Kompetenzen entwickelt, die sie für spätere Arbeitsleben brauchen, die aber auch im Hier und Jetzt natürlich Spaß machen. Wenn man einen Raum für Selbstgestaltung hat und produktorientiert gemeinsam seine Fähigkeiten zusammenbringt, dann hat man einfach ein tolles Erfolgsgefühl. Und gleichzeitig haben Schüler mit unterschiedlichen Fähigkeiten die Möglichkeit, dass sie ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen können. Das setzt aber natürlich voraus, dass ein systematischer Prozess der Teamentwicklung stattfindet, und der dauert eben sehr viel länger, als das Lehrer, Lehrerinnen häufig glauben. Also häufig ist ja dieser Spruch, toll, einer allein macht's. Das ist tatsächlich oft die Erfahrung, und das liegt aber daran, dass Team nicht systematisch eingeführt wird und dass es keine Kontrolle gibt. Also meine Tochter zum Beispiel, die sitzt manchmal bis nachts um zwei, weil sie so tolle Sachen macht für ihr Team, und die Lehrer sind ganz beeindruckt, aber die kriegen dann nicht mit, dass sie es gemacht hat. Also Teamarbeit braucht eine Kontrolle und braucht einen Entwicklungsprozess. Ja. Bei den Lehrkräften, da wird ja oft vom Einzelkämpfertum gesprochen. Wie wirkt sich da bessere Teamarbeit aus? Also das ist ein Punkt, den ich kaum verstehe. Alle Untersuchungen sagen, vielleicht ist es in Österreich anders, aber jedenfalls in Deutschland, dass nur 2-3% der Schulen die höchste Stufe der Teamarbeit haben und 53% auf dem niedrigsten Niveau sind. Dabei zeigen die Untersuchungen, dass Teamarbeit ein Burnout-Präventionsfaktor ist. Lehrer, Lehrerinnen können sich da massiv entlasten bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Also wenn man sich vorstellt, Lehrer, Lehrerinnen wollen ja immer kleine Klassen. Jetzt sagen aber alle Untersuchungen der empirischen Bildungsforschung, dass kleine Klassen keine Auswirkung haben. Das liegt natürlich daran, wenn ich frontal unterrichte, dann ist es egal, ob da 30 oder 200 sitzen. Für die Lehrerbelastung nicht, die ist schon höher. Aber wenn den Lehrern es gelingen würde, sagen wir mal, eine Klasse mit 30, 6, 5er Teams zu haben, die über 3-4 Jahre zusammenarbeiten, dann regulieren sich ja die Teams disziplinarisch selbst, sie haben eine Arbeitsteilung, und das heißt, ich bin total entlastet. Ich kann mich dann um die Gruppe kümmern, die besondere Unterstützungsbedarf hat und so weiter. Also das wäre eine der entscheidenden Maßnahmen, um Lehrerbelastung zu reduzieren und gleichzeitig für bessere Ergebnisse zu sorgen. Ein wichtiger Punkt ist auch die Schulentwicklung. Also da wird auch bei der NMS groß geschrieben. Was wären für Sie die wichtigsten Schritte, wohin sich Schulen entwickeln sollten? Ja, da kommt jetzt immer sozusagen dieser Spruch der Schule als lernende Organisation. Peter Senge, der hat ja die fünfte Disziplin, dieses klassische Buch zur Organisationsentwicklung. Das ist kein Spezialfall von Schulen, sondern unsere Gesellschaft ist im Moment so organisiert, dass Change, also Veränderung, permanent gefragt ist. Und die Zeiten, wo die Schule eine Behörde ist, die nach Erlass und Verordnung läuft, diese Zeiten sind vorbei, sondern es geht eben darum, dass Schulen ihr individuell das Profil entwickeln, dass die versuchen, aus ihren spezifischen Fähigkeiten etwas Besonderes zu machen, und dass sie auch in einen Prozess eintreten, wo sie zusammen mit Lehrern, Eltern, Schülern sozusagen gemeinsam versuchen, die Lösungen zu finden, die für ihre besondere Situation zutrifft. Und deswegen ist es ein Irrtum zu glauben, man könnte also Schulentwicklung einfach verordnen, sondern das ist ein interaktiver Prozess, in dem es auch Freiheits- und Gestaltungsspielräume geben muss. Das Motto heute ist Auftanken, dranbleiben und weiterdenken. Wo sollten wir weiterdenken, was vielleicht jetzt noch außer Acht gelassen wird? Also die Schule verändert sich, Schule sollte sich verändern. Was wäre Ihr Punkt, Ihr Ansatzpunkt zum Weiterdenken? Also es gibt ein paar Grundfragen, die zeitlos gültig sind. Also es geht immer darum, die Beziehungskultur in Schule zu entwickeln. Lernen hat was mit gelingenden Beziehungen zu tun. Wenn man sich jetzt Entwicklungsthemen darüber hinaus anguckt, dann ist garantiert dieses Thema der digitalen Gesellschaft ein zentrales Thema. Ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren dort große Veränderungen stattfinden werden, weil die Technologie so rasant fortschreitet,
Ich denke mal, dass Schulbücher, traditionelle Schulbücher an Bedeutung verlieren und dass wir mehr interaktive Lehr-Lern-Plattformen haben werden, dass stärker mit sowas wie iPads gearbeitet wird. Aber vielleicht entstehen auch noch ganz andere Dinge, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, wenn man bedenkt, das iPhone gibt es jetzt, glaube ich, seit 8, 9 Jahren und wie sich das rasant entwickelt hat. Also Thema mobiles Lernen, veränderte Lehr-Lernorte, geänderte Lehr-Lern-Arrangements, Stichwort Inverted Classroom, umgedrehtes Klassenzimmer und Stichwort sicherlich auch internationale Vernetzung. Warum wird heute Englisch unterrichtet aus Schulbüchern und warum nicht via Skype mit einer Partnerklasse in London oder weiß ich wo, wo wir Native Speaker haben, kostenlos zur Verfügung und wo über Facebook oder über solche sozialen Plattformen dann auch persönliche Freundschaften entstehen können und damit Sprachlernen zum Beispiel viel persönlich bedeutsamer stärker wird und die Schüler wahrscheinlich viel mehr Engagement bringen würden, als wenn sie jetzt irgendwelche künstlichen Lernkonserven sich erarbeiten müssen. Sie haben vom digitalen Wandel bzw. vom Prozess gesprochen, dass mehr in die Schule kommt davon. Sind wir jetzt nicht schon zu spät dran, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten? Wir haben jetzt zwar Versuche, dass wir mehr einbauen, aber so richtige Unterrichtskonzepte gibt es ja auch noch nicht. Haben wir den Zug schon verpasst mit den digitalen Medien? Nee, den kann man gar nicht verpassen. Wir sind ja gerade erst in den ersten Phasen. Und es gibt ja da die Regel, ich habe das ja vorhin über Disruption gesprochen, also der Wandel von der Vinylschallplatte zu iTunes. Die bittere Wahrheit ist, wenn ein System sich nicht bewegt im digitalen Wandel, dann wird es abgeschafft oder ergänzt. Also wir haben das ja im Universitätsbereich jetzt mit den Massive Open Online Courses oder den PUCs, den Personalized Open Online Courses. Also da entsteht eine neue Konkurrenz von hochattraktiven Vorträgen oder Vorträgen, Seminaren, die netzbasiert funktionieren. Und dadurch entsteht natürlich eine neue Konkurrenz für das traditionelle System, weil man kann sich plötzlich den Spitzenprofessor anhören, ja, und muss nicht mehr den Drittklassigen hören. Und alles mobil verfügbar. Von daher glaube ich, wird auch in Schule wird das alles langsamer gehen. Schule ist ein träges System, hat auch gute Gründe, aber das wird nicht aufzuhalten sein. Da bin ich mir sehr sicher.